Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Leute, und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde in 4x2 auf der Map Claustrophobia. Und ich komme gerade frisch aus der Schule. Wie ihr seht, es ist 14 Uhr. 14 Uhr, was mache ich schon zu Hause? Ich habe hitzefrei seit ein paar Tagen, weil hier in Berlin denkt das Wetter sich mal wieder, Bruder. Ich fick dich absolut weg. Wir haben nämlich geschmeidige 33 Grad hier in Berlin, was übelst Spaß macht, Alter. Ich habe schon ein paar Sachen getweetet, du sitzt in der Schule und das Einzige, was sich gefühlt begleitet, ist dein Arschwasser und die ganzen nassen Stühle, die vorhanden sind. Und ja, wie es wieder aussieht, haben wir wieder ein paar Goldspieler in der Runde. Wird ja wieder mal richtig spaßig. Oh, aber Grün ist schon weg. Ach, und der Goldplayer ist weg. Super. Und jetzt mit meinem neuen Mauspad habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen ausprobiert, weil ich Gold Butcher kaum noch in meinen Videos. Hat auch einen Grund gehabt, weil ich vorher beim Abusen übel verämt habe. Und durch das neue Mauspad, was... Ah, ich weiß gar nicht, was für eine Beschichtung. Das hat aber halt, wo meine Maus nicht so leicht wegrutscht. Sowas hat das neue Mauspad. Und daher kann ich jetzt perfekt drauf abusen. Ich muss mich halt wieder ein bisschen an den Takt gewöhnen, weil, wie vielleicht auch manche auf Insta mitbekommen, ich bin nicht mehr 24/7 am PC, sondern eher nur noch so relativ vereinzelt. Oder, also derzeit nur für Aufnahmen sogar. Aber sieht doch ganz gut aus, der ganze Storch. Und das Ding ist, ich bin so viel zur Zeit... Ich hatte ja nur noch ein halbes Herz. Huch, ich bin zurzeit so viel in Real Life unterwegs. Also wirklich, ich bin auch zurzeit wirklich viel Zeit für meine Freundin. Das denke ich auch verständlich. Nach der Schule bei meiner Freundin, dann komme ich nach Hause gegen 20, 21 Uhr. Danach muss ich lernen, weil ich bin in der 10. Klasse. Das ist jetzt das wichtigste Jahr, da muss ich mal reinhasseln. So davor die Jahre hat mich Schule eigentlich gar nicht interessiert. Aber das muss halt jetzt alles aufgeholt werden, was ich früher verpennt habe. So. Und deswegen bin ich dann abends am Lernen, räume dann noch ein bisschen auf, mache meine Wäsche. Und dann geht es meistens eigentlich schon zu 90% direkt pennen. Beziehungsweise schaue ich vielleicht noch einen Film und dann geht's schlafen. Ich halte euch da immer auf den Social-Media-Seiten vor allem so auf dem Laufenden. Ding ist, ich bekomme, wenn es hier in Berlin so heiß... Ich achte halt gerade null auf die Herzen, weil wie ihr seht, Leute, ich spiele gerade auch wieder mit dem anderen Texture-Pack. In den letzten Videos haben mich ganz viele gefragt in den Kommentaren, was mit dem Texture-Pack ist. Fällt mir gerade ein und ich habe es immer verpeilt, weil ich so spät zu Hause war erst. Weiß nicht, ob es ein Link wird oder vielleicht ein Bildlink oder sowas. Und ihr müsst gucken, wo ihr es euch downloadet. Ob auf RP... Und als ob er den Hit bekommen hat und ich nicht. Ob ihr es auf RP24 downloadet oder weiß ich nicht wo. Weil ich weiß gar nicht, ob es die noch auf RP24 gibt. Die sind uralt, die Packs. Und das hier ist das Relation Be Different Pack. Das habe ich... Yo, was hat der für eine Range, der Typ? Lol. Hä? Ja, Bruder, er hat halt reingecheatet. Yo, kann ich hier mal kurz einen Clip einblenden von dem Replay, was ich euch jetzt zeige? Also, Leute, wenn das keine Range war, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute. In der nächsten Runde angekommen. Aber wie gesagt, mir fällt es halt immer übel krass auf mit diesem Einatmen und ich schneide es auch in den Videos immer so gut wie möglich raus. Nur wenn ich sowas im Radio höre oder so. Oder auch wenn Lehrer das an meiner Schule machen. Ich könnte verzweifeln. Sie reden und erklären irgendwas oder so. Und wenn man beim Reden so ein bisschen mehr nachdenkt und dann halt redet, fällt euch vielleicht zu Hause auch auf, dann werdet ihr merken, yo, ich muss viel öfter Luft holen und viel öfter nach Luft schnappen, als wenn ich einfach nur so mal nebenbei quatsche und das so nebenbei mache. Und wenn ich sowas im Radio höre oder bei Lehrern, dann habe ich so einen Tick, dass ich muss es einfach sagen. Ich muss es irgendjemandem erzählen, dass sie die ganze Zeit, nachdem sie einen Satz fucking beendet haben, die ganze Zeit einfach anfangen, irgendwie, nein, oh, ich bekomme ja so viel Knockback. Die ganze Zeit halt Luft holen. Sie holen die ganze Zeit Luft. Einfach so nach jedem Satz, sie erklärt sowas und dann... Und dann wieder, und wieder, und ich denke mir so, yo,
Du kannst auch doch ganz entspannt reden. Mach dir doch nicht so einen Stress. Aber ich rede jetzt zum Beispiel auch so relativ entspannt. Ich würde schon sagen, ich denke so ein bisschen über die Wortwahl und die Worte, wie ich sage, nach. Aber ich rede trotzdem halt frei heraus, ohne mir jetzt große, riesige Gedanken darüber zu machen, wie ich was sage. Und schön, dass du mir das Bett aufgebaut hast. Ah, doofe Situation. Da habe ich das Bett. Und da habe ich endlich mal das erste Team in der Aufnahme geholt, lol. Oder hoffentlich Team. Ja, Team. Lol. Hä, wie hat dann das gerade überlebt? GG an euch beide. Ja, lol. Da haben wir die Runde direkt gewonnen. Ich würde sagen, damit die Aufnahme noch zu kurz ist, spielen wir einfach noch eine dritte Runde. Bis gleich. So, Leute. In der dritten und somit letzten Runde angekommen, weil ich in dieser Aufnahme einfach noch nichts gerissen habe, außer ein Team zu holen und von einem Rainchecker geklatscht zu werden, würde ich einfach sagen, wir versuchen uns hier jetzt mal ein bisschen Mühe zu geben und ein bisschen was zu reißen, um, wo habe ich ja gerade hingezoomt, um hier die Leute zu klatschen. Ja, Mühe geben ist was anderes, aber war doch gar nicht schlecht dafür, dass ich mich jetzt erst umgewöhnen muss an das neue Mausbett und so. Dafür sehen die Lines doch relativ gut aus, würde ich sagen. Mir gefällt es so, keine Ahnung, ich habe einmal Godglitch schon so übelst geübt, also so richtig krass gelernt halt. Und auch jeden Tag dann immer gefühlt 3 Stunden auf Bridge verbracht, um das zu können. Und irgendwie ist es wie einmal gelernt und nie verlernt. Klar, ich bin jetzt nicht so krass safe, wie es mal war, aber ich kann es immer noch. Und ich glaube, dass diesen Takt, Der liegt mir einfach im Blut, Alter. Der ist einfach in meinen Blutzellen verankert. Nein, aber keine Ahnung. Irgendwie fühle ich den Takt einfach und weiß immer wieder, wie er geht, ohne dass ich mich groß anstrengen oder groß dafür üben muss, wisst ihr? Und, lol, alles klar, tschüss. Nein, oh, ich dachte, er geht auf meinen Mate. Schade. Es ist halt wirklich interessant, dass so, ich habe 8 Monate, glaube ich, keinen Minecraft Battle Royale gespielt. Komm wieder und übt es vielleicht ein paar Minuten und konnte es halt direkt wieder so. Und jo, was haben die denn heute alle für Hits drauf? Und warum kann ich nicht so eine Hits geben? Der Typ von, ich weiß halt nicht zu 100%, ob der Typ von Unlegend war oder nicht. Aber, wie, also, die Hits sahen halt schon echt bemerkenswert aus. Also, falls sie Legend waren und falls ich mich geirrt habe und mir das im Schnitt auffällt oder so, dann entschuldige ich mich dafür. Aber, Leute, das sah echt krass aus, was der mit mir gemacht hat. Also nicht nur krass, sondern krasser, als es aussehen dürfte. Um es jetzt nochmal so zu betonen. Das schneide ich raus. Na komm, stomp mich. Super. Oh, der nächste will auch direkt. Da kommen noch 2 Gelbe. Nein, schade, ich habe den Blocksafe nicht geschafft. Das würde jetzt interessant, weil ich glaube, wir fressen hier gerade vollen Target. Ich glaube aber, es ist definitiv machbar. Außer es kommt jetzt ein Typ aus dem Nichts, der uns absolut komplett auseinander nimmt. Mein Mate hat tatsächlich auch gefühlt seit 3 Jahren kein Bad Wars mehr gespielt. Ist schwer zu glauben, ich weiß, aber ja. Daher ist es, sind wir so gefühlt so ein All-Team, but Good-Team. Ihr wisst Bescheid, weil irgendwie kriegen wir es noch relativ gut hin, obwohl wir beide so richtig eingerostet und einfach alt sind wie aus Cars McQueen, wenn er da neu auf die Waage tritt, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keine Pickaxe, Alter, so ein Mist. Mate, bau ab! Ja, super, und ab runter. Ist euch mal aufgefallen, dass immer, wenn wir in irgendeiner Situation sind, wo wir ein Bett abbauen können, ich einfach keine Picke dabei habe, aber immer, wenn wir in Situationen sind, wo ich kein Bett holen kann, ich mir immer eine Picke kaufe. Also wirklich so gefühlt immer, und wenn ich sie dann einmal brauche, habe ich halt keine dabei. So richtig RIP. Yo, was? Hä? Warum? Wie geht denn das? Warum habe ich denn jetzt weniger Hits bekommen als er? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ja, alles klar, wir verkacken die Runde halt wirklich noch. Leute, ich hoffe, euch hat, auch wenn 2 absolute Fails mit im Video sind, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.